183 Robot. trotzdem noch nicht fertig. Nee. Was jetzt? Spielercrafting hat gerade nichts zu tun. Dann bau doch bitte mal. Diese Liquid Fuel. Die da. Genau, bau zwei davon. Die kommen dann hier hin. Brauchen wir hier noch ein Rohr. Da noch ein Rohr. Engines hatten wir nicht so weit gebaut. Nee. Da noch einen davon. Das waren die Mitteldinger, die wollten wir gar nicht mehr nutzen. Das Ding da eigentlich auch nicht. Und da hinten komme ich nur nicht ran, sonst wäre der auch weg. Ja. Rum. Du. Gib mir all das da. Mach daraus eine Provider Chest. Und du machst bitte... Welches Muster hatten wir jetzt? Stein, Sand. Ja, Stein. So. Wie viel Strom verbraucht so ein Ding? 50 Kilowatt. Wie viel Strom verbraucht so einer? 150. So, gucken wir mal. 5 Kilowatt weniger. Okay, und Pollution? 10% weniger. Hatte 0,2, ist jetzt 0,18. So, du bist fertig. Pollution Clean Modul 2. Okay. Dann hätten wir jetzt gerne... Wo sind die besseren Laser Tower? Laser Turrets da. Brauch Gold und Silber. Naja, wir haben noch nicht mal das ganze Zeug. Also die Edelsteine... Ich hätte eigentlich ganz gerne die Ardite-Picke und dann würde ich da unten das Feld gerne zerlegen. Und ein paar Edelsteine bekommen für die ersten Lasertürme. Aber dazu muss ich erstmal Ardite erforschen. Bessere Fabrik kostet nur 100. Ja, Mama. Mach mal. Du, dahin machst bitte auch Stein. Duschklinik-Modul, auch wenn es nicht so wichtig ist, aber ne? Jetzt ein bisschen hilft. Da. Zack. Shift rechts, Shift links. Jetzt fliegen wieder ein paar Roboter hier hin, um die Fuelblocks zu verteilen. Und die Dinger sollten schon laufen. Ja. Und der muss definitiv weg. Wir müssen komplett die Reihe durchziehen bis hier hinten mit denen. Dann habe ich mir überlegt, machen wir hier unten das Wasser weg und spiegeln das Ganze auf der Achse hier. Dass wir hier dann nochmal Pumpen haben, hier nochmal die Boiler und hier nochmal eine ganze Reihe Steam Engines. Dass es ein bisschen so aussieht wie ein Zylindermotor. Mit sehr vielen Zylindern. Hier brauchen wir noch Boiler. Boiler, da. Selbst die doofen Boiler MK2 brauchen jetzt schon Tinplates. Gibt es später überhaupt genug Tin in der Welt, um all diese Sachen zu machen? Weil wir brauchen ja auch immer die Vorstufe. Das heißt, wenn wir später einen Boiler MK3 bauen, brauchen wir auch einen Boiler MK2, also auch wieder Tin. Okay. Baut das da, baut so. Das ist okay. Das braucht jetzt eine Weile. Gut. Oh, wir haben Roboter, die nichts zu tun haben. Das kann nur eins bedeuten. Wir kriegen nicht genug Kupfer und die Maschinen arbeiten nicht gut genug. Richtig. Ja. Da ist weder genug Eisen noch genug Draht, kommt da an. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil hier ist Draht. Verbraucht. So, wir ballern jetzt das ganze Eisen. Oh, hier ist Eisen ausgelaufen. Okay. Weg. Also nicht ausgelaufen, sondern, ne? Ist leer. Oh, zwei. Leer. Ja.
nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann mach doch bitte... Ja, eigentlich die hier. Weil die 3,6 Pollution, ich weiß ja nicht. Habt immer noch Bammel wegen der Basis, weil wir kriechen immer näher ran. Also bau den Electric. Dahin müsste... Ne, krieg keinen Strom mehr. Dann kriegst du so ein hässliches Ding da. Dann kommt der Mining Drill da vor. Das Eisen wird gar nicht hier. Ja, das Eisenfeld wird später komisch aussehen, aber Hauptsache es klappt einigermaßen. Und dahin. So, Pollution 0,5, ne? Dezent besser als 3,6. Wir haben auch noch einen zweiten irgendwo. Da. Setz den dahin. Du kriegst auch wieder so ein komisches Kabelding hier hingestellt, so. Mining Drill da, der auch keinen Strom hat, also auch komische Kabel. Und Ärmchen. Und mehr Pollution Module. Komm, komm, komm. So. Damit müsste jetzt Eisen hoffentlich wieder einigermaßen okay sein. Und dann müssten die Roboter auch wieder ausgelastet sein, weil sie halt das Eisen hin und her fliegen, das Kupfer hin und her fliegen und. Was habe ich gerade gebaut? Pollution Module. Da. Ich baue auch mal ein paar von den besseren Pollution-Modulen und gehe dann nach und nach die Sachen durch, die am meisten produzieren. Also die Chemical Plant wahrscheinlich, die durchgehend arbeiten. Sonst sind primär die Chemical Plants, oder? In den Kommentaren wurde auch erwähnt, dass es ganz nett wäre, wenn man irgendwie sich anzeigen lassen könnte, wie viel Pollution man produziert. Also ähnlich wie die Übersicht hier bei P, nur halt für Pollution. Aber ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Wenn doch, bitte in die Kommentare schreiben. Mauer haben wir immer noch nicht weitergemacht. Wie schaut es hier mit Sand aus? Oh, das ist okay. Ist ein Anfang. Sand ist bald alle. Okay, das heißt, ich muss einen kleinen Trip machen und Sand holen. Genau, mal so eben 6000 Stücken Sand mitnehmen. Kein Problem, es dürfte eine Weile halten, um Sandsäcke herzustellen. So. Dass es die Claymauer nicht mehr gibt, irritiert mich ein bisschen. Aber die war wohl wirklich zu stark. Und es gab keinen wirklichen Grund, die Sandmauer zu bauen, wenn man die Claymauer mit fast den gleichen Ressourcen bauen konnte. Und die war wesentlich besser. Also, ja, deswegen sind sie wahrscheinlich rausgeflogen. Gib mir das. Bitteschön das. Okay, haben wir es inzwischen wieder Tag? Nee, ist noch dunkel. Wenn es Tag wird, würde ich ganz gerne hier die Mauer weiterziehen. Hm, haben wir genug für... Ja, haben wir. Bau. Ein roten Chip. Ja, der Spieler muss das selber herstellen. Da führt kein Weg drumherum. Kommt das Eisen jetzt an? Nö. Wie viel Eisen haben wir im System? Nix. Gar nix. Oh, das ist übel. Ah, das ist übel, übel, übel. Ah, es wird hell. Okay, dann gehen wir mal nach hinten, machen die Mauer da. Basteln da dran ein bisschen rum. Und danach runter zu den... Boah, der Smog. Danach runter zu den Chemical Plants. Um das da zu verändern. Du warst schon einmal bis ganz runter? Nein. Noch lange nicht, okay. So. Hier weiter. Ich habe Bäume im Weg, das machen wir später weg, die Lücken. So. Die Mauer hier ist eigentlich komplett sinnlos. Weil noch gibt es ja keine Amphibieneinheiten von den Gegnern. Was aber auch interessant wäre. Und die versprochenen Flieger, die es geben sollte in dieser Vision von Dytek, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich denke, das braucht wohl alles ein bisschen länger als das, was er sich so vorgestellt hatte.
Also das sollte ich jetzt hier nicht mehr wegmachen, oder? Nee, das ist die innere Mauer. Die sollte so schön bleiben. Aber können wir ersetzen durch Sand. Bis da, da kommt keiner rein. Dich kann ich nicht überbauen. Das ist unpraktisch. Aber gut, die hier unten war auch nicht so wirklich super wichtig. Das machen wir erstmal so. Dann füllen wir hier die Lücken. Dann müssten die Türme eigentlich weg. Die Mauern müssten weg. Aber das könnte ich eigentlich lieber Roboter machen lassen später. Also jetzt, wo Skynet ansatzweise hinterherkommt mit der Rohstoffverteilung, könnten wir auch kurz umstellen auf Logistikroboter, Construction Roboter. Und dann mit den Blueprints mehr arbeiten. Wobei wir dann die ganze Reihe über, ne, Roboports bräuchten. Und Roboports herzustellen ist gerade ein wenig lästig. Das ist noch nett formuliert. Weg, weg, weg. Wobei hier hätten wir einen Roboport. Kann ich mal ganz kurz hier so machen. Bip, bip. Das ist weg. Da müssten gleich die Roboter angeflogen kommen. Bäume. Hier oben kommt ihr nicht mehr hin, oder? Nee. Das ist die Bäume, muss ich aber selber machen. Weg, 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 weg. Hier hat irgendjemand wild mit einer Shotgun oder so rumgeschossen. Keine Ahnung, wer sowas machen würde. Ernsthaft, warum habe ich das gemacht? Oh, nein, Pick ist weg. Da. Aber gut, da die Picke kaputt ist, habe ich jetzt eine gute Ausrede, hiermit aufzuhören. Und das weiterzumachen, sobald genug Sandmauern da sind. Das sind jetzt schon genug Sandmauern da. Mist. Okay, trotzdem mache ich das dann einmal weiter. Das haut so schon hin. Roboter sind am Fliegen, die zwei, drei Stück. Ja, sind sie, okay. Bip, bip. So. Der Roboter ist gleich fertig. Okay, dann setzen wir ihn gleich mal so hin, wo er hin sollte. Das war hier irgendwo, ne? Da, wo ich die Radartürme hingepackt habe. Immer wieder falsch stehen. Oh, und MK3. Fabriken sind fertig. Braucht bloß zwei MK2-Maschinen. Okay, das wird teuer. Drei Weak Capacitors und vier Speed-Module. Ja, mal schnell gebaut sind die nicht. Aber da muss ich klarkommen. Very fast Inserter. Braucht alles nur grün und rot. Forsch mal den da. Jo. Was ist mit euch? Euch wollte ich auch noch automatisieren. Aber ich hoffe mal mit... Können wir nicht in die Boiler-Pollution-Module reintun oder so? Nee, können wir nicht. Hier, nimm mein Zeug, hab ich mehr Platz. So, du weg. Du. Hier auf die Höhe. Okay, es geht mit dem Muster gar nicht auf. Das heißt, ich muss sie so bauen, dass sie sich ein bisschen überlappen. Also hier irgendwo drunter. Bäume weg, Bäume weg, Bäume weg. Hier nehme ich mal an. Also eigentlich da. Aber wenn ich es da baue, ist eine zu große Lücke dazwischen. Das wird irgendwo anders Probleme machen. Also hier. Boah, komm, Baum, weg mit dir. So, dann als nächstes hier hinten irgendwo einen. Und ich brauche mehr Substations. Habe ich die schon einen Auftrag gegeben gehabt? Nee, ich glaube nicht. Da unten blinkt einer. Ja. Weiter, weiter, weiter. Hier. Da ist richtig. Weg, weg.
Ich hatte mich jetzt entschieden für Licht unterhalb der Substations. Problem ist nur, dass ich jetzt die Roboports unten gesetzt habe. Ah ne, hier habe ich sie auch oben gesetzt. Also müsste ich jetzt dich da hinsetzen. Muss man also das testen. Nimm dich mal weg. Ja, hier haben wir das gleiche Problem wie da. Ich könnte sie entweder hier hinsetzen, hätten wir einen zu großen Abstand, oder ich mache sie näher ran. Ja, dann mache ich das hier genauso, weil ich will nicht, dass irgendwo dann dadurch ein Fehler auftritt. Also sie sind jetzt näher beieinander, als sie sein müssten. Aber das sehe ich als nicht so problematisch an, weil jetzt haben wir genug Abstand hier zum Wasser. Können also nach hier weiterziehen. Und die Roboter haben dann auch schneller die Möglichkeit, sich wieder aufzuladen. Und ich habe ein paar Roboter mitgenommen. Hier, raus mit euch. So, das heißt, Substation, Roboport runter, Licht drüber. Ach ja, ein Hoch auf den Krümelkram. Genau. Das machen wir gleich weiter. Du weg. Genau, jetzt ist das Licht hier im Weg. Weg, weg. So. Da, da. Da drauf eine Substation, theoretisch. Ah, das könnte auch erklären, warum wir so wenig Eisen haben, weil die Dinger hier keine Brennstoffblöcke haben. Das sollte ja kein Problem sein. Gib mir ein paar davon. So. Voll mit dir. Voll. Voll. So. Sehr gut. Boah, rote Chips, ernsthaft, echt. Eins, eins. Okay. Nur für den Fall später, dass es irgendwann mal vorkommen sollte, beschränke ich die trotzdem mal. Auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist, das dauert noch, keine Ahnung, 40 Folgen oder so, bis wir irgendwann mal genug rote Chips haben. Wenn das überhaupt jemals kommen sollte. Pollution Producing Module brauche ich nicht wirklich. Silber und Gold brauchten wir für was? Power Armor kommt bald, ja. Das ist viel zu teuer. Das kostet auch schon die da. Insert Item Stack Size. Ja, brauchen wir, glaube ich, noch nicht, weil wir kommen eh gerade nicht hinterher mit dem Eisen. Ja. Charakter Logistik Slots? Nee. Also ich glaube, ich muss jetzt langsam anfangen, die schmerzhaften Sachen zu machen. Wobei Laser Turret Damage. Ja, forsch mal. Erste Laser Turrets. Braucht Laser Turrets, braucht Zink. Ach, gucken wir mal. Trotzdem baue ich schon mal ein paar davon, um anzufangen, hier das alles richtig hinzubauen.